So, und zurück bei Jurassic Park. So, wir müssen ja jetzt den Triceratops wieder ins Gehege bringen. Und mal schauen. So, wir müssen irgendwie die Blätter zu packen kriegen. Na los, Alter, ist das viel stark. Geh schon. Das ist eine Straße, kein Restaurant. Ja, jetzt muss ich irgendwie an die Pflanze kommen, ohne dem Tier zu schaden. Okay, das wird auch nichts. Ach, ich kann das ja nicht mal anschieben, ne? Was ist denn mit dem Tor? Es ist in der offenen Position verriegelt. Vom Lager aus müsste man es manuell entriegeln können, aber solltest du nicht im Auto warten? Kein Problem, siehst du? Alles klar, alles in Ordnung, oder? Wie die Vater oder der Tochter? Sie ist warm. Hätte nicht gedacht, dass sie so warm ist. Sie ist okay, sie ist in Ordnung. Will dich nur kennenlernen. Stimmt's, Bakita? Okay. Ich muss das Mädchen wegbewegen. Jetzt, wo du sie kennengelernt hast, könntest du bitte zum Auto zurückgehen? Machst du Witze? Neue Gesichter machen sie nervös. Es wäre wirklich besser, wenn du im Auto wartest. Oh, in Ordnung. Oh Mann, lass sie doch helfen. Okay, ich muss dich hier wegbekommen. Und ich muss das Tor vom Gerätelager aus entriegeln. Na gut, aber wie wär's, wenn wir jetzt erstmal sie wieder in Dings reinbringen? Das wäre ja schon mal Komm was. Schon, Mädchen. Beweg dich. Ja, von hinten anschieben, glaube ich, bringt nichts. Oh Mann, ey. In deinem Gehege ist genug Futter, Mädchen. Da gehörst du hin. Na, wie bist du herausgekommen? Hast du das Tor aufgestoßen? Ja, hat sie. So, können wir sie da nicht irgendwie abgelenkt oder so? Immerhin sind wir noch auf dem richtigen Weg. Okay, irgendwie brauche ich jetzt Hilfe. So, ich gehe mal zum Auto. So, jetzt. Jetzt ist sie zumindest schon mal abgelenkt. Sehr schön. Gut, du hast sie von dem Zweig weggelockt. So, das ist die Chance, jetzt den Zweig in das Gehege zu schmeißen. So, dann nehmen wir den jetzt und ab ins Gehege damit. So, rein mit dir. Also, jetzt bist du da, wo du hingehörst. Und jetzt das Tor entriegeln. Genau, dafür müssen wir aber da rein. Ja, dann mal sehen, was uns da drin erwartet. Was ist da drin? Außer dem Türhebel nur Reparaturzeug. Drahtrollen für Zaunreparaturen, Arbeitsschuhe, Schneeschaufeln. Schneeschaufeln? Wozu? Na, sicher nicht für den Schnee. Oh, bäh. So, gehen wir mal rein. Ah, ist zu, ne? Das ist schlecht. Im Auto müsste ein Handbuch dafür sein. Im Auto, okay. Zugangscode. Jesse, sieh im Handschuhfach nach. Dort sollte ein Handbuch mit Zugangscodes für das Lager sein. Okay, Sekunde. So, schau mal nach. Die Codes? Ja, ich guck doch gerade nach. Ist das in diesem kleinen schwarzen Buchdings? Ja, such den Zugangscode. Mann, wie ungeduldig der Papa auch ist, ne? Wir schauen doch gerade nach. Okay. Da muss auch mal Geduld haben hier. 1, 5, 6, 3, 3, 7. 3, 3, 7. Okay, danke, Liebling. Wunderbar. So, geben wir den Code ein und dann rennen wir uns. Alles klar, jetzt. So, dann entsperren wir das Tor doch mal. Achso, muss ich gedrückt halten? Okay.
Geschafft. Tor entriegelt. So, dann können wir das Tor jetzt wieder zumachen. Aber können wir das Tor dann auch wieder gleich, also das, den Riegel da wieder vorschieben? Oh nö, der ärgert uns jetzt bestimmt wieder. Ich sehe es schon kommen. Nein, ich geh wieder rein. Jess. Ich bin dabei. Oh, wunderbar, hat geklappt. Sehr schön. Oh nein, das Alpha-Tier. Jess, hör auf zu hupen. Lass es nach jetzt, hör auf. Oh oh, das wird wehtun. Ah, oh, mach zu. Na los. Oh shit. Oh, mach diese Hupe doch aus. Sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. Komm schon, komm schon. Ja, sehr schön. So, zieh das Kabel raus. Ach du Scheiße! Ich zieh das Y. Los, 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 komm schon, zieh doch! Du mach! Ja, war ja klar, dass das der falsche Kabel war, ne? Oh Mann! Alter, ich sehe den. Alter, gleich sind wir durchbohrt, ey. Wir nehmen X. Los, los, zieh das Kabel, zieh. Oh, das macht das viel wahnsinnig. Oh. Glück gehabt, ey. Oh, Mann. Jo, das Auto war mal ein Auto, wa? Ist okay? Was ist das? Ich kenne diese Stampfgeräusche. Ich hab's gewusst. Auch noch ein T-Rex. Es geht ins Auto zurück. Oh oh. Oh, schneller. Der tritt gleich auf die Tür drauf. Beweg dich. Alter. Oh, shit, Mann. Ja, super. Jetzt steht er genau dazwischen. Sehr geil. Sehr schön. Verdammt. So, wir müssen rüber in den Geräteschuppen oder so. Weg da. Oder abhauen oder was weiß ich auch immer. Hey, wir raus. Oh, lass sie doch nicht fallen. Was machst du denn? Na los jetzt. Raus da jetzt! Die Gerätelager werden wir in Sicherheit, aber. Okay. Ach, ja, ich würde auch über hinrennen. Ach du Scheiße, er hat sie gesehen. Oh, weg da! Pass auf! Oh, war das knapp. Oh, Mann. Los, 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 los. Los, rüber. Sehr schön. Weiß, wo du bist.
Oh, was denn jetzt schon wieder? Ach du Scheiße! Ist das gerade echt passiert, dass er jetzt tot ist? Oh, ach, du bist gestorben. Oh shit, nee, nochmal. Nee, das geht so nicht. Das geht ja so nicht. Verdammt. Nee, nee, das können wir nicht machen. So, nochmal. Verdammt, da habe ich schon das erste Mal versagt. Das geht ja gar nicht, oder was? Oh, geh weg da. Lass mich in Ruhe. Nein, oh, falscher Knopf. So. So, weg da. Oh, da hätte er fast unser Hintern erwischt, doch. Schneller. Jawohl. So, rüber da. Dad, ich hab's geschafft. Sehr schön. Bleib, wo du bist. So, geht, lauf. Ja, geschafft. Oh, heb sie hoch. Lauf. Alter, war das knapp. Alles in Ordnung? Ich bin in Ordnung. Du auch? Ja. Alter, dieser scheiß T-Rex, ey. Ja. Puh, das war knapp. Zwei Arme, zwei. Ja. Das war echt knapp, Alter. Tja, damit sollte sie es über die Nacht schaffen. Den Rest davon. Morgen bekommt sie eine richtige Behandlung. Ja, wie wird sie denn hier rauskommen? Kopf hoch, Dinos sind weg, alles wieder normal. Weißt du was? Ich freue mich auf ein anständiges Frühstück. Leckere Spiegeleier und knuspriger Speck. Das wäre genau das Richtige, oder? Du magst doch Speck. Ja. Natürlich. Ja, aber für Kinder ist das ja, für sie war das ja gerade mega Schock, ey. Das erinnert mich an dein altes Häschen-Nachtlicht. Erinnerst du dich noch? Ohne wolltest du nie schlafen gehen. Dad, die Dinosaurier kommen nicht durch die Tür, stimmt's? Nein, sie ist zu klein. Nein, sie ist zu stabil. Vielleicht. Nein, sie ist zu klein. Sie könnten es versuchen, aber sie passen nicht durch. Dad? Ja, Liebling? Weißt du noch, wie ich meinte, dass ich kämpfende Dinosaurier sehen will? Ja. Das war ja so toll. Versuch zu schlafen, Süße. Oh, wenn sie dem noch was Positives abgewinnen kann, sehr gut, ne? Die Frage ist, warum sind die frei? Der Strom war ja auch abgeschaltet. Und warum überhaupt? Oh ja, lieber ein Gewehr mitnehmen. Das ist wunderbar. So, dann laden wir mal nach. So, zack. Na, besser ist, wir haben das Gewehr schon mal vorsichtshalber in der Hand, ne? Man weiß ja nie. Na, schlaf mal ruhig eine Runde. Oh, der Strom scheint wieder zu funktionieren. Oder? Y? Na, schauen wir doch mal. Wir machen mal die Tür auf.
Wieso hat er jetzt nachgeladen? Wir haben noch nicht mal geschossen. Was glaubst du, wer hat gewonnen? Ich glaube der T-Rex. Hoffentlich hat es Lady Margaret geschafft. Oh, stimmt. Wow. Das darf nicht passieren. Ein freilaufender Triceratops, okay. Aber ein T-Rex, das ist mehr als inakzeptabel. Ich muss mit Muldoon und dem Sicherheitsteam reden. Ja, aber ganz bestimmt. Wirst du richtig auf den Tisch hauen? Wer immer das zugelassen hat, muss zur Verantwortung gezogen werden. Ich werde auf den Tisch hauen. Cool. Also, wie kommen wir zum Besucherzentrum? Ja, ohne Auto ist schlecht. Per Anhalter, gute Frage. Laufen? Laufen. Wir werden wohl laufen müssen. Wird nicht einfach werden mit unserer verletzten Freundin. Zumindest steht die Stromversorgung wieder. Das sollte doch was nützen. Ja, ein bisschen. Aber das Tor hat sie eh nicht mehr zu machen. Die Videoverbindung steht. Wie haben Sie das gemacht? Leicht zu hacken. Das System wird nur von Bindfaden und Spucke zusammengehalten. Genau wie der Rest des verdammten Parks. Sieht aus, als hätten nicht nur wir das Boot verpasst. Da draußen überleben sie nicht. Wir holen sie da raus. Wie kommen wir zu besser Ihnen? Wär's. Wir sind meilenweit entfernt und die Straße ist unterspült. Wir sitzen vielleicht in der Wildnis fest, aber die beiden stehen mitten auf der Hauptroute der Tour. Sehen Sie mal. Ich frage mich, ob hier noch irgendwas funktioniert. Nee, warte mal. Tourfahrzeuge, da. Aha, na also. Ich hoffe, dass das System online ist. Fahrzeugkontrolle erfordert Sicherheitszugriff. Verdammt. Na gut, ich brauche wohl einen Sicherheitszugriff. Okay, Daten, Sicherheit. Ja, dann müssen wir zur Sicherheit rüber, wa? Müssen wir uns mal ins System hacken hier. Sicherheitszugriff. Ah. Komm schon. You didn't say the magic word. Du hast das Zauberwort nicht gesagt. Sie wollen ein Zauberwort? Ich hab da ein paar für Sie. Komm schon. So, jetzt. Ah. Natürlich. Alles klar, wir haben Zugriff. Mal sehen, was wir damit anfangen können. Na, schick uns mal ein Auto vorbei, das wär's doch mal. Das wär's doch, wenn du mir mal... Ja, das wunderbar. Das ist doch mal was. So, schick uns Fahrzeug 1. Ist ja scheißegal, welches. Hauptsache ein Auto. Okay. Totalausfall. Wie oft habe ich gesagt, dass der ganze Park in einer Katastrophe enden wird? Wartung erforderlich. Hoffentlich funktioniert wenigstens einer dieser Schrotthaufen. Okay, der funktioniert nicht. Dann nehmen wir Wagen 3. Okay, meine Schäfchen. Wartet einfach da und ich schicke euch einen Wagen. Oh, zum Glück, ey. Das spart uns eine Menge Ärger. Hallo? Jemand weiß, dass wir hier sind. Na, wenigstens eine Hilfe, ne? Du hast gesagt, ich soll niemals trampen. Außer du bist auf einer Insel voller Dinosaurier. Los, Liebes, holen wir unsere Patientin. Wen bringt uns dieses Ding? Die Tourfahrzeuge fahren nur ein paar Ziele an. Na, was schon mal gut ist. Wenn sie uns hören, wir müssen zum Besucherzentrum. Sieht aus, als wäre jemand verletzt. Ich bin überrascht, dass es nur einer ist. Bringen wir sie zum Zentrum. Na bitte. Danke sehr, sehr freundlich. Kann die Karre nicht schneller fahren? Das dauert ja ewig. Marikita. Oh, und das Gift wird immer schlimmer bei ihr. ¿Qué haces aquí? Es peligroso. Sie hatten einen Unfall. Sie sind jetzt in Sicherheit. Alles wird gut. Wir bringen sie zum... Bastardo! Morirás por tus pecados! Ganz ruhig. Was ist los? Sie ist im Delirium.
Sie halluziniert bestimmt. Mariquita! Angelito mio. Sie sagte, ich sei ihr Engel. Echt? Hola, ¿cómo estás? No sabes cuánto he esperado. Jess, rede weiter mit ihr. Sag ihr, sie muss sich entspannen, erholen. Ja, wie denn? Spanisch ist nicht so gut. Du kannst das, Liebes. Ja, ich kann auch kein Spanisch, wenn ich jetzt Spanisch machen soll. Oha, da kann katastrophal werden hier. Na super. Tio. Evita. La Resta. La Resta. Tio Evita La Resta. La Resta. ¿Por qué estamos hablando de las matemáticas? Ich glaube, La Resta bedeutet etwas anderes, als ich dachte. Ja, dann nochmal Tio. Come. La biblioteca? Tio come la Onkel, biblioteca. Essen die Tio? Bibliothek. Encontraron a Manolo? Sekunde, ich habe das nicht richtig gesagt. Come. Un lapis. Ay, ich kann kein Spanisch. Come un lapis. Mariquita, te sientes bien? Ups. El necesita. Ich kann kein Spanisch. El necesita la resta. La resta. ¿Por qué estamos hablando de las matemáticas? Ich glaube, la resta bedeutet etwas anderes, als ich dachte. Oh Mann. El necesita la biblioteca. El necesita er braucht la die Bibliothek. Biblioteca. Ahora mismo. ¿Qué hora tan extraña para ir a la biblioteca? Alter, das Sag kann ihr, ja sie sehen. Braucht Ruhe. Ja, geht klar. Ja. Du bist ja witzig. El odia la resta. El odia la resta. No vale la pena odiar. Oh Mann. El odio fatiga. Was rede ich okay, denn da? Okay, das stimmte nicht. Ich kann kein Spanisch. Yogo. Come. Un lapis. Yogur come Joghurt un lapis. Ist ein Stift. El yogur. Eso no tiene sentido. Alter, Joghurt. Das gibt's doch nicht. Odia. Un lapis. Yogur Joghurt odia un lapis. Hasst ein Stift. El yogur. Wie soll ich ihr denn sagen, yogur? Sie soll zur Ruhe kommen, Sekunde, wenn ich kein Spanisch kann? Ich habe das nicht richtig gesagt. Oh, falsche Taste. Ups. Entschuldigung. Fortsetzen. Tio. Come. El descanso. Tio, come el descanso. Okay, essen Ruhe. Okay, descanso heißt schon mal Ruhe. Okay. Ups. Also. Usted. Odia. Odia. El descanso heißt el Ruhe. El descanso. Usted odia el descanso. Sie hasst Ruhe. No vale la pena odiar. Okay, el odio fatiga. Sie Sag ihr, sie Ruhe. Braucht Ruhe. Ja. Ja, geht klar. Sie hasst Ruhe, haben wir schon mal. Also sie... Evita. ...brauchen Ruhe. Ist das so? El descanso. El evita el descanso. Er meidet so Ruhe. Oh Mann. El descanso es muy ich kann kein Spanisch. Okay, wer von euch kann Spanisch? Schreibt es mir in die Kommentare. El necesita. So, jetzt? El descanso. El necesita el descanso. Debería dormir. Ich glaube, das war fast richtig. Okay, Tio? Tio. Necesita. So? El descanso. Tio necesita el descanso. Debería dormir. Ich glaube, das war fast richtig. Okay, Onkel, wir haben Onkel gesagt, also ist es... Usted? Gut, jetzt haben wir es. So. Necesita.
Jetzt haben wir es. El descanso. Usted necesita el descanso. Oh, endlich. El descanso. Sí. Sí. Estoy cansada. Glück gehabt. Ich dachte, du hättest nur Einsen im Spanisch. Naja, ich habe etwas abgerundet. Entschuldigung. Etwas abgerundet, ja. Das kann ich verstehen. Das macht jedes Kind. Kein Problem. Dad, da! Gut, hier müssen wir raus. Das war unsere Tour. Vergessen Sie nicht, im Souvenirgeschäft vorbeizuschauen. Ja, ganz sicherlich nicht. Gehen wir. Oh, da war ein Helikopter. Hallo? Hey, kann uns jemand helfen? Hallo? Scheint ziemlich leer zu sein. Was ist passiert? Wo sind die alle?